Ja, Freunde, wie viel Unfair Matchmaking wollt ihr denn gegen Akko veranstalten? Fragten Leute Wargaming. Und Wargaming so, ja. Triple Unfair Matchmaking. VK 72er im Gegnerteam. Objekt 279er im Gegnerteam. Objekt 260er im Gegnerteam. Auf welcher Map sind wir gelandet? Auf Pilsen Schimmelsen, Alter. Die Map, wo der Scout sowieso komplett nutzlos ist, weil hier offenes Gelände ist und du sowieso nichts spotten kannst, ohne selber zu sterben. Jawolski Popolski, Junge. Geil. Ja, unser 60 TP fährt schon mal volle Pulle in die Stadt rein. Und der 279er, 260er und VK 72er werden den natürlich jetzt gleich platt machen, weil der hat keine Chance gegen diese drei Panzer frontal in der Stadt. Anstatt die Gegner da rausfahren zu lassen, aufs offene Feld zu locken, um sie dann hier zu bearbeiten. Ja, bitteschön. Massivste HP-Verluste. Ja, just in dem Moment, wo ich aus dem Busch rausfahre, kommt der Typ hier mit seinem T100 Light und macht mich auf. Ja, und eingeaimt war natürlich auch absolut niemand, ne, so wie sich das gehört. Und schon wieder auf und schon wieder kassiert nix. Ja. Legendär schlecht. Mann, du benötigst ein Gehirn, du benötigst keine Hilfe. Ihr schießt doch schon wieder auf nix. Also erzähl mir nix von Hilfe, Alter. Ich helfe Leuten, die nicht schießen, überhaupt nicht. Guck, ich hau sogar ab. So, ignorieren von Leuten, die nicht schießen. Check. Oh, links die Stadt fällt auseinander. Beide Artis haben den Scout hier nicht beschossen. Meine TDs und Autoloader haben den Scout nicht beschossen. Und ich weigere mich jetzt zu spotten. Ganz einfach. Ich opfere mich nicht mehr für euch, Alter. Wenn ihr nicht mal geradeaus schießen könnt, Alter, dann herzlichen Glückwunsch. Gar keinen Bock auf euch, Alter. Guck, wie ihr klarkommt. Fahr ich wieder da nach vorne, mach wieder den Scout auf und da schießt eh schon wieder kein Mensch auf das Ding, Alter. Dann soll es so sein. Pech gehabt. Junge, was kümmert mich, Alter? Was kümmert mich?
Wie die da im Chat ausrasten. Report, Report, ja, Report halt, ne? Pech gehabt. Report mal lieber das Unfair Matchmaking, Alter, was dran schuld ist, dass wir das Spiel verlieren. Wäre viel, viel wichtiger. Was macht die Grille da in der Stadt eigentlich? Wieso trifft mich eine Arti aus voller Fahrt? Was ist los? Wieso ist schon wieder der Profi-Arti-Fahrer im Gegnerteam? Was ist da los? Wieso können die da so stehen? Ach, einen Chief, den haben die auch noch. Quattro Unfair Matchmaking, Alter. VK-72er, 279er, Chief, den. Was hatten die noch alles, Alter? Was zur Hölle, Alter? Was war das für ein Matchmaking schon wieder, ey? Bro, Alter, willst du mich verarschen? Wie viel OP-Panzer willst du dem Gegner denn geben, Alter, bitte? Was zum Kuckuck? Warte mal, ey, was hatten die alles? VK-72er, 279er, Chieftain und was war das andere? WTF. Ja, genau. Ja, keine Chance, Alter. Keine Chance. Keine Chance, Alter. Absolut keine Chance. Was hat der Gegner alles an overpowerten Panzern bekommen? War da irgendwas, was nicht dabei war? Ist das geil. Und das auf dieser Map hier, ne? Wo du die ganze Zeit über offene Fläche fährst, weil es hier keine Bäume, keine Büsche für Scouts gibt. Legendary Allah, jawohl. Ja, die unfairste Firma der Welt hat mal wieder zugeschlagen, ne? Durch massiv Quattro Unfair Matchmaking, Alter. Guck mal hier, Chieftain, 279er, VK-72er. Was hatten wir denn noch? 260er. Beste, wo gibt Alter. Wargaming so, was haben wir alles an overpowerten Panzern? Wie viel unfaires Matchmaking können wir machen? Ja, und kein einziger OP-Panzer in meinem Team natürlich, ne? So, und die 260 TP, die sich natürlich mal wieder sofort weggeschmissen haben, ne? Ihr gigantische, was hat der gemacht? Ein Schuss. Was hat der hier gemacht? Auch nur ein Schuss, ja. Herzlichen Glückwunsch an Wargaming durch so viel unfaires Matchmaking. Das nennt sich auch Diskriminierungsmatchmaking mittlerweile. Das ist wirklich eine absolute Schande. Vier OP-Panzer im Gegnerteam. Und somit hat der Akku auch gar keinen Bock mehr weiterzuspielen. Kuss geht raus an Wargaming fürs Diskriminierungsmatchmaking. Ich liebe euch. Super Firma, Alter.